Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8. Antrag der Fraktion der FDP betreffend beste Bildung von Anfang an, Drucksache 19/6747. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Kollege Rock von der FDP-Fraktion hat sich bereits zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben jetzt auch das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben das Thema frühkindliche Bildung mal wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Kollege Merz gibt schon die Wortmeldung ab. Ich habe ihn schon zu früh abgemeldet aus dem Hessischen Landtag. Es tut mir leid, Kollege Merz, aber Sie werden mir das hoffentlich verzeihen. Ja, das Thema frühkindliche Bildung ist ein Herzensthema für mich, aber ich denke auch für viele andere hier in diesem Haus. Ich habe mir erlaubt, einmal über 100 Kindertagesstätten in Hessen persönlich anzusehen. Mittlerweile sind es schon deutlich über 100. Es ist ein Eindruck entstanden, der zeigt, dass wir schon noch besser werden können. Ich habe viele sehr engagierte Teams gesehen, die aus ihren Möglichkeiten versuchen, das Beste zu machen. Ich habe auch wunderbare Kindertagesstätten gesehen, aber ich habe auch Kindertagesstätten gesehen, die Unterstützung brauchen. Und darum ist es sehr wichtig, dass dieses Thema auch weiter auf der Tagesordnung des Hessischen Landtags bleibt. Und wir als Freie Demokraten werden sicherlich auch in der nächsten Legislaturperiode dafür sorgen, dass das so ist. Und was war denn die Erkenntnis? Was war denn das, was ich feststellen konnte in Hessen? Es ist klar geworden, dass wir mehr Personal in Kindertagesstätten brauchen. Wir brauchen andere Betreuungsschlüssel. Wir brauchen viel Geld, und wir müssen Menschen gewinnen, die auch in diesen Kindertagesstätten als Fachkräfte arbeiten wollen. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Wie man das denn am Ende ganz konkret umsetzt, wie die Gruppengrößen aussehen, wie die Leitung freigestellt wird, welche zusätzlichen Maßnahmen es gibt, ich glaube, da kann man unter Fachleuten immer noch die Waffen kreuzen. Aber was, glaube ich, unumstritten sein müsste, ist, dass wir deutlich mehr Personal in den Kindertagesstätten brauchen. Und wer das noch nicht erkannt hat, hat noch nicht den wichtigsten Handlungsauftrag in Zukunft erkannt, weil wir brauchen einfach mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung, damit jedes Kind in unserem Land eine faire Chance hat, an der Zukunft teilzunehmen, dass es egal ist, in welchem Elternhaus es geboren worden ist, sondern dass es eine gute Chance hat, seinen Bildungsweg in unserem Land zu bestreiten. Und das ist nicht überall so in Hessen, und auch das ist deutlich geworden. Wir brauchen mehr Investitionen in die Gebäude. Oftmals richtet sich das pädagogische Konzept einfach nach den räumlichen Bedingungen und schränkt die enorm ein. Ich habe Kindertagesstätten in ehemaligen Wohnhäusern gesehen. Die sind einmal als Provisorium eingerichtet worden und bestehen jetzt schon über ein Jahrzehnt. Ich habe viele Möglichkeiten gesehen, wie Kinderbetreuung organisiert werden kann. Aber ich glaube, da gibt es auch eine Menge Bedarf, den wir noch haben. Geld muss investiert werden in die Liegenschaften. Es müssen mehr Bewegungsräume ermöglicht werden. Die Außenbereiche sind zum Teil in schwierigem Zustand. Gerade in den Städten, in den großen Städten, haben wir zu wenig Außenbereich, oftmals sogar gar keinen, oder manchmal sogar gar keinen Außenbereich. Das sind Themen, denen wir uns stellen müssen, und dort müssen wir uns auch engagieren. Ich glaube, es ist auch für uns alle deutlich geworden, dass Hessen hier keine Vorbildfunktion in Deutschland hat. Hessen hat bei der Frage des Fachkraftschlüssels, bei der Frage der Freistellung von Leitungen, da sind wir nicht Vorbild in Hessen. Da sind wir in Deutschland, wir Hessen. Da sind wir Durchschnitt, zum Teil unterer Durchschnitt. Und wenn wir auch nur die Flächenländer nehmen, hier, um uns zu vergleichen, sind wir auch dort nicht spitze. Ich glaube, der wichtigste Schlüssel, den wir jetzt einsetzen müssen, der ist bei der Gewinnung der Fachkräfte. Überall erlebe ich Bürgermeister, Stadtverordnete, die mir sagen, ja, wir wollen ja, wir wollen eine Einrichtung bauen, oder wir haben eine Einrichtung gebaut, und wir finden die Fachkräfte nicht, um die Krippengruppe ausreichend auszustatten. Also der große Schlüssel ist, wir müssen Fachkräfte gewinnen. Und was ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe? Das ist einmal, die Ausbildung attraktiv zu machen und auch den Zugang nicht unnötig zu erschweren. Die Ausbildung macht man dadurch attraktiv, dass sie
auch nahe an den Kindern schon von vornherein stattfinden kann und vor allem, dass sie bezahlt wird. Es ist schon schwierig, jungen Menschen zu erklären, dass sie 4 oder 5 Jahre faktisch ohne Bezahlung diese Ausbildung machen und dann eben doch mit dem durchschnittlichen Verdienst dann damit belohnt werden, und das bei so einem wichtigen Beruf. Von daher glaube ich, eine Vergütung der Ausbildung könnte den Beruf deutlich attraktiver machen und für weitere Bereiche und weitere Menschen, junge Menschen attraktiv machen. Darum ist das einer der wichtigen Schritte, die wir in der nächsten Legislaturperiode gehen müssen. Herr Kollege, Sie müssen dann bitte zum Ende kommen. Ja, leider muss ich bei dem Thema zu Ende kommen. Es ließ sich noch viel sagen, und wir werden das sagen an dieser Stelle, aber wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode. Von daher, das bleibt auf der Tagesordnung. Die Freien Demokraten werden auch dieses Thema weiter vorantreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächstes hat sich gemeldet Herr Kollege Merz für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön. Keine Panik. Ja, das sind wir ja schon 2, Herr Minister. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe neulich eine Überschrift gelesen, Merz gegen kostenfreie Kitas. Ich kann das dementieren. Wenn ich das mal sagen kann, kann das dementieren. Und wenn ich an die Kollegen von der CDU gerichtet eine Bitte äußern darf, ersparen Sie mir doch bitte einen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Ich halte diese Überschriften nicht durch. Ich halte es einfach nicht durch. Aber wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, ich war auch nur eine freundliche Bitte, Herr Boddenberg. Warum sollten Sie mir zum Abschied noch einmal ein Geschenk machen? Es ist ja jetzt auch egal. Ruhig jetzt. Zweitens, meine Damen und Herren, mir ist jetzt auch nach dem Beitrag des Kollegen Rock nicht deutlich geworden, warum wir das heute noch einmal über frühkindliche Bildung diskutieren müssen. Ich dachte eigentlich, in dieser Legislaturperiode nach gefühlten 40 bis 50 Debatten sei zu diesem Thema eigentlich alles gesagt und eigentlich auch von allen, einschließlich von mir. Aber wenn es nun einmal so sein will, so nehme ich das Geschenk sehr gerne an. Ich verstehe es einmal als Geschenk, lieber René Rock, und wiederhole das, was uns in der Frage der frühkindlichen Bildung umtreibt. Das ist erstens, wir sind der festen Überzeugung, dass eine vollständige Beitragsentlastung für Eltern unabhängig von der Betreuungszeit und von Betreuungsdauer und vom Betreuungsalter der Kinder erforderlich ist und dass das insbesondere für die Ganztagsbetreuung und für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren gilt. Denn der Ausbau der U3-Betreuung, der erfreulich vorangekommen ist, geht an Eltern mit kleinen und mittleren Einkommen und an Eltern, die Bezieherinnen von Transferleistungen sind, weitestgehend vorbei und nirgendwo weiter als in Hessen. Das sind aber genau die Eltern, deren Kinder eine möglichst frühe, möglichst gute Förderung überdurchschnittlich häufig und überdurchschnittlich stark brauchen. Und deswegen wäre die Anreizfunktion, die mit der Entlastung von Kita-Beiträgen neben der finanziellen Entlastung von Familien auch verbunden ist, dringend erforderlich in diesem Bereich. Das ist der erste Punkt. Zweitens. Wir sind und wir bleiben, und ich vermute auch in der nächsten Legislaturperiode, weil unser Gesetzentwurf hat die Maßstäbe dafür gesetzt, und er bleibt das Maß aller Dinge im Bereich der frühkindlichen Bildung in Hessen. Wir sind und bleiben der Überzeugung, dass eine Verbesserung der qualitativen Bedingungen in den Kinderbetreuungseinrichtungen unabdingbar ist. Die Stichworte sind teilweise identisch mit denen, die René Rock genannt hat. Wir waren an dieser Stelle nicht auseinander. 20% mehr für mittelbare pädagogische Zeiten, 20% für Ausfallzeiten und eine Leitungsfreistellung, die ihren Namen verdient hat, als Voraussetzung, nicht als ausschließliche, aber als eine wesentliche Ausgangsbedingung für die Verbesserung der Qualität der pädagogischen Arbeit in unseren Einrichtungen. Drittens. Für all dies ist und bleibt unabdingbar eine andere finanzielle Ausstattung der Kommunen bei der Finanzierung der frühkindlichen Bildung. Und dazu haben wir einen Vorschlag vorgelegt, den Sie alle kennen. Ich will ihn aber, wenn wir schon darüber reden, auch noch einmal wiederholen. Wir sind der Auffassung, dass sich die Beteiligung des Landes substanziell erhöhen muss, dass sie mit
den wachsenden Anforderungen, auch den wachsenden finanziellen Anforderungen mitwachsen muss und dass sie unter keinen Umständen bei den derzeitigen 20% der Gesamtkosten bleiben kann. Das ist so einfach wie irgendwas, und unser Vorschlag ist auch mit den Kommunen, mit den freien Trägern abgestimmt. Und er ist revolutionär in der Art, in der Höhe der Förderung, die angestrebt wird, als auch in der Art und Weise, wie diese Förderung erfolgen soll, nämlich auf eine sehr einfache, sehr transparente, sehr nachvollziehbare Art und Weise. So, damit ist zu dem Thema frühkindliche Bildung, jedenfalls für diese Legislaturperiode, von Seiten der SPD-Fraktion und von meiner Seite alles gesagt, was zu sagen war. Und da dieses nach Lage der Dinge nun wirklich meine letzte Rede sein soll, will ich noch zwei Sätze sagen. Ich bin auch noch in der Redezeit. Erstens, wenn ich in den 11 Jahren meiner Zugehörigkeit zu diesem Landtag, was ich übrigens bezweifle, irgendjemand mal auf die Füße getreten sein sollte, dann hat das wahrscheinlich verdient gehabt. Und zweitens, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, diesem Haus angehört zu haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Zur Fortsetzung der Debatte hat das Wort Frau Kollegin Ravensburg für die Fraktion der CDU. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Danke auch von mir, Herr Rock, dass wir heute noch einmal zu einem der wichtigsten Projekte der schwarz-grünen Familienpolitik, nämlich der Kinderbetreuung, sprechen können. Und da bin ich sehr nah bei Herrn Metz und auch Herrn Merz, um Gottes Willen. Auch ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit. Und wir tagen ja immer im Sozialausschuss vor geschlossenen Türen. Deshalb kann ich auch nichts von irgendwelchen Scharmützelchen berichten. Ja, die Kinderbetreuung ist in meiner Fraktion ein wichtiger Schwerpunkt. Denn wir wollen unseren Kindern von Anfang an die bestmöglichen Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zukommen lassen. Bildung von Anfang an, das heißt natürlich auch, die Eltern in ihrem Erziehungs- und Auftrag zu unterstützen. Und deshalb leisten unsere Erzieherinnen und Erzieher jeden Tag eine äußerst wichtige, den Kindern zugewandte Arbeit, für die ich mich herzlich bedanken möchte. Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis 10, heute schon mehrfach erwähnt, und das kommt ihm auch gerecht, soll die Kinder in ihren Begabungen individuell fördern, sie stark machen und unterstützen in ihrer Entwicklung. Und das unterstützen wir auch mit unserem Kinderförderungsgesetz, nämlich mit der Qualitätspauschale für die Kitas, die nach dem Bildungs- und Erziehungsplan arbeiten. Seit dem 1.8. in diesem Jahr haben wir deshalb nicht nur die Eltern für 6 Stunden täglich von den Gebühren in den Kindertagesstätten freigestellt, sondern wir haben auch sichergestellt, dass die Qualitätspauschale weiter verbessert wird. Wir unterstützen die Kindertagesstätten, indem wir schrittweise die Qualitätspauschale verdreifachen. Ab 2020 stehen dann 300 € zur Verfügung. Sehr geehrter Herr Roch, ich kann aber nicht verstehen, dass Sie den Ausbau der Kitas in Hessen kritisieren. Denn dabei ignorieren Sie die großen Anstrengungen, die Kita-Träger, die Kommunen, Land und Bund zum Ausbau der Kindergartenplätze machen. Sie ignorieren auch, dass der Bau von Kindertagesstätten eine ganz besondere Kraftanstrengung erfordert, da ja nicht nur die Geburtenzahlen steigen, sondern auch erfreulicherweise, dass sogar im ländlichen Raum stattfindet, aber darüber hinaus auch gerade im Rhein-Main-Gebiet ein erheblicher Zuzug von Familien zu verzeichnen ist. Und Sie wissen ja, dass es schwierig ist, dass es in Frankfurt und anderen Städten des Rhein-Main-Gebietes ist, überhaupt Grundstücke, geeignete Grundstücke zu finden, um weitere Kindertagesstätten zu bauen. Trotzdem geht die Entwicklung deutlich nach oben, und das wird auch im Bertelsmann-Bildungsmonitor deutlich. Dieser zeigt anschaulich, wie sich es positiv entwickelt hat.
sodass wir jetzt über 30% betreute Kinder im U3-Bereich haben. Und damit liegen wir in der Spitzengruppe der westdeutschen Flächenländer. Und dabei, und das ist wichtig, konnte der Personalschlüssel nicht nur gehalten, sondern von 4,1 auf 3,9 sogar verbessert werden. Und eine Zahl lassen Sie mich nennen. Von 2017 bis 2018 ist die Anzahl der betreuten Kinder im U3-Bereich um 2.338 Kinder gestiegen. Und die müssen natürlich auch Betreuungsplätze haben. Und da stimme ich aber jetzt mit Ihnen überein, Herr Rock. Es ist wichtig und richtig und sinnvoll, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um ausreichend Personal für die Kinderbetreuung zu rekrutieren. Das ist schon lange ein Schwerpunkt der Hessischen Landesregierung. Und ein Beispiel nenne ich bei den Erzieherschulen, denn wir haben Schülerinnen und Schüler von der Anzahl her auf Rekordniveau. 8.400 Plätze waren es im Schuljahr 17/18. Damit haben wir die Schülerzahl nahezu verdoppelt. Aber die Landesregierung lässt nicht nach und unterstützt die Nachwuchsgewinnung durch weitere Maßnahmen. Ich nenne einmal die Praktika- und Schnuppermöglichkeiten, die wir in den Schulen anbieten, den Ausbau des FJS, und da ist auch gut, dass die Bundesregierung hier eine Initiative ergreift, die praxisorientierte Ausbildung, PIA genannt, und natürlich auch einschlägige Studiengänge. Sehr geehrter Herr Rock, zum Abschluss möchte ich deshalb sagen, auch ohne Ihren Antrag wird der quantitative und qualitative Ausbau der Kinderbetreuung auch künftig ein Schwerpunkt unserer Politik bleiben. Dabei werden wir an dem Dreiklang Entlastung der Eltern, Stärkung der Qualität und Unterstützung der Kommunen und Träger beim Ausbau und Personalgewinnung weiter festhalten. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Als Nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Ravensburg, ist ein sehr leiser Dreiklang. Es ist ein Dreiklang, bei dem Sie selber über die letzten Jahre gar nicht genau gewusst haben, welcher der drei Klänge den Ton angibt. Erst haben Sie uns immer wieder und ganz lange und nachdrücklich erzählt, die Qualität, die Qualität, die Qualität. Allein Sie haben mehr davon gesprochen, als Sie dafür Sorge getragen haben. Um dann zu sagen, wir müssen dann doch die Eltern von Gebühren befreien, was sie vorher als Teufelswerk verschrien haben. Und insgesamt reden Sie hier davon, dass Sie es geschafft haben, mehr junge Menschen dazu zu bewegen, diese Ausbildung zu machen. Das ist gut und löblich, aber Sie schweigen hartnäckig und seit Jahren zu dem großen Problem, das wir haben, dass wir im ersten Jahr nach der Ausbildung ein gerütteltes Maß an jungen Menschen wieder verlieren, obwohl Sie sich durch diese lange Ausbildung gequält haben, in der Sie kein Entgelt bekommen haben für die Ausbildung und es trotzdem bis zum Ende geschafft haben, um anschließend zu gehen, weil die Rahmenbedingungen so sind, dass Sie in dem Beruf, den Sie mal gewählt haben, dann doch lieber nicht arbeiten. Ich möchte mal hören, wo Sie sich um dieses fast Viertel der ausgebildeten jungen Menschen kümmern, um deren Angelegenheiten kümmern und deren Interessen zu Ihren Interessen machen, um zu sagen, genau diese jungen Menschen brauchen wir. Die haben wir nämlich schon einmal für den Beruf gewonnen. Und da könnten wir dann auch die fehlenden 8.000 rekrutieren, wenn wir die der letzten 8 Jahre hätten. Das aber tun Sie mitnichten. Das hieße nämlich deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Menschen in den Kitas, und zwar so deutlich, dass die Menschen auch Lust dazu haben, in ihrem Beruf zu bleiben. Das heißt, klare Bedingungen der Freistellung für die nicht unmittelbare Arbeit am Kind, klare Bedingungen der Freistellung, und zwar geregelt und gut im Interesse der Einrichtung für die Einrichtungsleitungen, klare Aufstockung der Einkommen. Und hier haben Sie natürlich Möglichkeiten, indem Sie Verabredungen mit den Kommunen treffen
und die Kommunen entsprechend ausstatten. Die Gelegenheit wäre gewesen, als Verdi mit der Forderung der Aufwertung auf die Straße gegangen ist. Da wäre der Moment gewesen, zu sagen, jawohl, die Forderung ist richtig, die Notwendigkeit ist erkannt, und wir sehen ein, dass wir die Unterstützungsarbeit bei den Kommunen leisten müssen und hier ein Stück Geld in die Hand nehmen und es den Kommunen gebunden genau dafür geben. Und nein, Herr Minister, es ist nicht reinregieren in die kommunale Freiheit. Es ist nämlich nicht so, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Menschen in den Einrichtungen so bezahlen, wie sie bezahlen, weil sie sie nicht anders bezahlen wollen, sondern weil sie sie nicht besser bezahlen können. Und an der Stelle wäre es doch einmal der Moment, zu sagen, ja, wir lassen unseren schönen Reden, die Sie hier immer wieder halten, auch Taten folgen, und zwar solche Taten, die konkrete Auswirkungen haben. Der Antrag der FDP ist richtig, und er kommt auch zum richtigen Zeitpunkt. Denn es geht nicht darum, dass hier nur geredet wird, sondern es geht darum, dass diese Regierungen endlich handeln, diese und die nächste. Es ist ein dringender Handlungsbedarf, wenn wir diese Situation, wenn wir dieser Situation, die wir haben, adäquat begegnen wollen, wenn wir mehr Personal wollen, wenn wir einen besseren Schlüssel haben wollen zwischen Erzieherinnen und Kindern, wenn wir überall auf der Fläche Kitas haben wollen und wenn wir keinen Personalnotstand in den großen Städten haben wollen, dann ist hier Handlungsdruck, und zwar ein enorm hoher. Und deswegen muss man in diesem Haus leider vom ersten bis zum letzten Tag über die Kitas reden. Es gibt ein einziges Wort, Herr Merz, das darauf hindeutet, dass es eine Kritik gibt daran, dass die Gebühren freigestellt worden sind. Das ist das Wort prioritär. Das ist kein Grund, diesen Antrag hier zu zerreißen. Ich sehe das mit dem prioritär auch durchaus anders. Also, man kann das gleichzeitig betrachten, wohlwissend, dass Mittel begrenzt sind und dass man sich überlegen muss, wie man sie ausgibt. Aber dieser Antrag hier ist genau richtig in einer Situation, in der wir eine Landesregierung haben und bedauerlicherweise auch vermutlich wieder eine bekommen werden, in der darüber geredet wird, dass die Bedingungen besser werden müssen. Aber gehandelt wird zu wenig. Packen Sie es endlich an. Vielen Dank, Frau Schott. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Bocklet für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich dachte eigentlich auch, der Wahlkampf sei vorüber, aber das ist ein Antrag noch aus der Vorwahlkampfzeit. Das Thema wird ja sicherlich uns noch die nächsten 5 Jahre begleiten. Ich habe es nicht verstanden, Herr Lenders. Ja, wir stehen da total drauf. Wir sind so ein bisschen unsere sadomasochistische Art. Genau. Also insofern haben wir es hier erneut drauf. Ich glaube, es ist alles gesagt worden, auch schon in Vorwahlzeiten. Dort konnten wir darüber reden, über den Ausbau der Quantität. Ich habe damals schon darüber aufgeklärt, dass in der zwischen 2014 und 2018 der Anstieg von 7% auf 31% war an Betreuungsplätzen in Hessen, dass man also nicht davon sprechen kann, dass das schleppend voranging. Ich finde, es war ein sehr guter Ausbau in der Quantität. Wir brauchen nach wie vor noch Ausbaukapazitäten bei Ganztagsplätzen in allen Bereichen. Und ich glaube, dass man auch bei dem Qualitätsausbau, haben wir ja eine Evaluation durchgeführt, die hat wichtige Hinweise gegeben, und sie ist in einer langen Liste aufgeführt, was wir noch verbessern müssen. Keiner hat diesen Evaluationsbericht negiert. Jeder hat gesagt, das sind die Aufgaben für die nächsten Jahre. Aber jeder, der auch sagt, das sind die richtigen Aufgaben, muss auch sagen, wie es abfinanziert. Und deswegen wird es immer eine Frage sein, was kommt zuerst und was als Zweites. Das wird eine Aufgabe sein der nächsten Landesregierung. Sie wird sagen müssen, welche Priorität sie setzt. Da wird es ganz sicherlich ein großer Schwerpunkt der weitere quantitative Ausbau sein und die Qualitätsverbesserung, so wie es im letzten Mal schon auch eine Verdreifachung der Qualitätspauschale. Auch da fände ich es relativ respektlos zu sagen, dass, wenn man weiß, wie viel Gelder das in Millionen sind, wenn man sich das überlegt, davon zu sagen, das sei schleppend, dann finde ich das nicht in der Sache in Ordnung. Aber das ist liegt immer im Auge des Betrachters, ob man in der Opposition solche Anträge schreibt oder aus der Regierung heraus. Ich kann nur sagen, dass wir in der Hessischen Landesregierung dieser Legislaturperiode viel getan haben für den Ausbau der Quantität, also auch der Plätze, wie Sie schon gesagt haben, deutlicher Anstieg bei den U3-Betreuungsplätzen, dass wir etwas in die Qualität gegeben haben und auch in den Beitragsfreiheit in die Richtung gelaufen sind. Ich glaube, auf all diesen drei Punkten haben wir gute Erfolge verzeichnet. Ich weiß nicht, warum man es jetzt diskutiert. Insofern kann ich Ihnen nur sagen, es bleibt eine Zukunftsaufgabe für alle Regierungen, die jetzt noch folgen werden, nicht nur die in den nächsten 5 Jahren, auch die in den 10 Jahren. Das wird
Der historische Zustand der Kinderbetreuung hinkt dem, das sage ich immer wieder, um 100 Jahre der Schulgesetzgebung hinterher. Erst seit wenigen Jahren oder Jahrzehnten gibt es erst das Recht auf eine Kinderbetreuung im Kindergartenbereich oder auf U3. Dementsprechend haben Qualitätsstandards gefehlt, dementsprechend haben Ressourcen gefehlt, Gebäude und Ausstattung. All das wird im nächsten Laufe der Jahre nachgezogen werden müssen. Das steht auf dem Kalender in jedem Landtagswahlprogramm aller der demokratischen Parteien, die hier vertreten sind. Ich bin sicher, dem wird es auch weiter nachgegangen werden. Wir werden da mitmarschieren. Wir wollen auch den Dreiklang weiter fortführen. Quantität, mehr Qualität und auch günstigere Kinderbetreuung. All das muss mit Augenmaß finanziert werden. Ich glaube, wir haben das jetzt in den letzten 5 Jahren dokumentiert, dass wir es konnten. Und wir werden es auch die nächsten 5 Jahre weiter zeigen, wenn wir in die Situation dazukommen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Grüttner. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als Herr Merz seine Ausführungen begonnen hat mit der Fragestellung oder mit dem Punkt zu sagen, mit dem Namen momentan sei das ein echtes Problem, habe ich als gebürtiger Wiesbadener gesagt, AKK hat in Wiesbaden auch nicht den besten, auch nicht den besten Namen, weil es sind die einzigen Vororte in Wiesbaden, die mit Mainz anfangen. Und insofern hat das natürlich schon eine besondere Bedeutung. Ich bin aber sehr dankbar, dass die FDP diesen Punkt noch einmal auf die Tagesordnung gebracht hat, weil es letztendlich noch einmal die Möglichkeit und die Chance gibt, an einer Stelle zu betonen, was die Gemeinsamkeit ist. Ich will das ganz bewusst sagen, was die Gemeinsamkeit ist. Weil die Gemeinsamkeit, der auch aus dem Geist dieses Antrags, aus den vielen Debatten, die wir hier im Hessischen Landtag in dieser Legislaturperiode geführt haben, spricht, ist, dass das Kind im Mittelpunkt unseres Interesses stehen muss. Nicht die Strukturen, nicht die Rahmenbedingungen, nicht das, was wir drumherum versuchen, an Unterstützungsleistungen zu machen, sondern das Kind als Individuum, als wichtigen Teil unserer Gesellschaft, das muss im Mittelpunkt unserer Handels stehen, auch unseres politischen Handels stehen. Und das ist auch eine Leitlinie, der die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen sich zum Schwerpunkt gesetzt haben, um zu sagen, ja, wie schaffen wir es, genau das Kind, das im Mittelpunkt unseres Interesses steht, auch tatsächlich zu stärken. Und das haben wir mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht, die ich sehr gerne gleich noch einmal wiederhole, damit Sie auch im Bewusstsein bleiben, wenn das eintritt, was Herr Rock für die nächste Legislaturperiode angekündigt hat, dass dieses Thema auf der Tagesordnung bleibt. Das bedarf im Übrigen keiner Ankündigung, dass es auf der Tagesordnung bleibt, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, auch für die heutige Debatte, wäre gewesen, dass es irgendwo einmal etwas Neues gegeben hätte, was die FDP heute in der Debatte dargelegt hätte. Es war nichts Neues. Das, was wir in 3 Gesetzesentwürfen seitens der FDP, die vorgelegt worden sind, im Rahmen von Gesetzesentwürfen, die aus der Landesregierung, die aus der Mitte des Plenums vorgelegt worden sind, diskutiert haben, es gibt nichts Neues in diesem Antrag, mit ein paar Ausnahmen. Und diese Ausnahmen haben allerdings nicht die FDP zu verantworten. Aber Sie müssen sich dieses schon einmal anhören lassen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir in der Zwischenzeit im U3-Bereich 55.000 Plätze haben, wenn ich sehe, wie im Bundesdurchschnitt die Anzahl der Plätze im U3-Bereich bei unter 30% Steigerungsrate gewesen sind, in der Zeit, seitdem wir den Rechtsanspruch haben und in Hessen um 50% Steigerungsrate gewesen sind, dass wir seit der letzten statistischen Erhebung, die wir in Hessen vorgenommen haben, mehr als 2.000 Plätze haben, ist das ein riesiges Kompliment an die Anstrengungen von Kommunen, freien Trägern, kirchlichen Trägern, Institutionen, die diese Plätze geschaffen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Land schafft diese Plätze nicht. Und die FDP in ihrem Antrag suggeriert, dass das Land diejenigen sind, die diese Plätze schaffen.
Nein, wir schaffen die Rahmenbedingungen, damit Plätze geschaffen werden können. Und im Übrigen noch eine Zahl, auch zum Ende dieses Jahres, und zwar Haushaltsjahres. Und das hat nichts mit Legislaturperiode zu tun. Es stehen immer noch im Landeshaushalt 75 Millionen € bereit, um den quantitativen Ausbau von Kindertagesplätzen zu fördern, und zwar vom U3-Bereich bis zum Schuleintritt. Ich fordere auch an dieser Stelle noch einmal die Kommunen und die Träger auf, Anträge zu stellen. Ich kann auch zusagen, sie werden positiv beschieden werden. Aber es ist nicht Aufgabe des Landes, Plätze zu bauen. Genauso wenig, wie es Aufgabe des Landes ist, Tarifverträge abzuschließen. Was wir machen und was wir schon seit Langem auf den Weg gebracht haben, ist das Werben für diesen Beruf. Und genauso wie ich es in anderen Berufen, wie in dem Alten- oder Krankenpflegebereich sage, ist, wenn wir uns als diejenigen, die eine öffentliche Wahrnehmung haben, hinstellen und sagen, das ist ein schwerer Job, das ist ein schlecht bezahlter Job, es ist eine lange Ausbildung ohne Ausbildungsvergütung, dann möchte ich denjenigen sehen, den ich anspreche, der dann sagt, super, den Beruf will ich ergreifen. Das ist mein Beruf. Anstatt zu sagen, Minister, ich darf Sie an die vereinbarte Rede erinnern. Welchen Beruf ich ausübe für diese Gesellschaft, welchen wichtigen Beitrag ich leiste. Und das ist uns gelungen. Wir haben mit 8.400 Plätzen in der Zwischenzeit eine Verdoppelung der Ausbildungszahlen in diesem Bereich. Ja, wir müssen an der Stelle schauen, wie kriegen wir eine duale Ausbildung hin? Wie kriegen wir in Teilen Wiedereinstieg hin? Wie bekommen wir in großen Teilen den Weg geöffnet, dass Menschen oder dass diejenigen, die diesen Beruf erlernt haben, länger in dem Beruf bleiben? Welche Karrierechancen eröffnen wir ihnen? Ja? Das sind wichtige Diskussionen, die wir zu führen haben. Wir haben sie in der Vergangenheit geführt, und wir werden sie weiterführen. Und wir werden insbesondere unter dem Gesichtspunkt der qualitativen Arbeit in unseren Kindertagesstätten, der Frage, wie wir die Kleinsten von uns vorbereiten, damit sie ihre Frau und ihren Mann später im Leben stehen können, ein hohes Augenmerk widmen. Und deswegen wiederum zurückkommen zu dem einzig Verbindenden zu diesem Antrag. Das Kind steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Vielen Dank, Herr Minister Grüttner. Wortmeldungen liegen mir nicht mehr vor. Wie vereinbart, stimmen wir dann über den Antrag ab. Drucksache 19/6747. Wer dem Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Sind die Fraktionen DIE LINKE und die Fraktion der Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Frau Öztürk, Entschuldigung. Wer stimmt dagegen? Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Damit ist der Antrag mit Mehrheit abgelehnt.